Weiter geht's bei City Skylines Teil 2 und in der heutigen Folge wollen wir uns mit unserem Hauptbahnhof beschäftigen und dazu, ihr Lieben, habe ich zwei gute Nachrichten. Also nein, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir werden einen zentralen Hauptbahnhof kriegen. Die schlechte Nachricht ist, wir werden dafür leider einen Park abreißen müssen und zwar den hier. Tja, wie so schön ist alles, also irgendwann muss alles einmal weichen und jetzt müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich manuell diese ganzen Lampen hier abreißen. Habe ich nämlich das Gefühl, weil wir können leider die Sachen hier nicht so machen. Das tut mir in der Seele weh, weil wir hier wirklich erst alles dafür entsprechend gebaut haben. Und tja, es gibt glaube ich keine Möglichkeit, oder kann ich hier einfach so ein Gebäude drüber bauen? Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Bob, und ob er die Lampen wegreißt? Ja, er reißt sie weg. Alles klar. Dann gucken wir mal, ob wir zumindest diese Sachen einfach drüber machen können. Aber ich befürchte, zumindest diese ganzen kleinen Dinger hier müssen wir einmal wegreißen. Zumindest den Bereich, der muss leider weichen. Aber wir haben mit unseren Leuten wenigstens ein paar kleine, schöne Momente erlebt. So, was wollen wir machen? Wir wollen hier hinten, da wollen wir einen Hauptbahnhof hinbauen, mitten in die Stadt und ganz wichtig ist mir Lärmbelästigung mitten ins Einkaufsviertel, mitten in den Herzen, in den zentralen Kern der Stadt und direkt zum Zopp. Das ist hier der Dreh- und Angelpunkt, wo sich alles bewegen soll. Und deswegen soll hier ein zentraler Hauptbahnhof hin. Einmal bitte keine U-Bahn, ein Zug, der auch nach da angeschlossen wird. Ja, also so ein großes Ding wollte ich nicht. Ich wollte einen normalen kleinen Bahnhof. Und da fehlt mir wirklich so eine Endstation, muss ich sagen. Tja, jetzt seht ihr, hier vorne ist leider auch noch alles im Weg. Leider, 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 leider. Deswegen müssen wir das auch nochmal abreißen. Aber auch das werden wir irgendwann wieder herstellen. Ja. Aber zumindest konnten unsere Leute sich einen kleinen Moment dort genehmigen. So. Einmal die Platten hier noch. Und dann sollte das soweit passen. So, wie kriegen wir das Gleis da jetzt hin? Ja. Nix easier as that. Wir ziehen das hier einfach stumpf rüber. Ganz stumpf über die Straße. Und dann werden wir das hier unten, blub, da anschließen. Wir werden hier dann entsprechend abgehen. Und ja, wir können, wisst ihr, was wir machen können? Wir bauen denen einfach eine zweite Strecke. Wir haben das Geld dafür. Wir bauen denen wirklich stumpf eine zweite Strecke. Also, ich fange tatsächlich mal ganz hinten an. Zweigleisige, doppelte Bahnstrecke. So, jetzt gucken wir mal, dass wir wirklich im 90-Grad-Modus hier ohne dem Krams einfach mal schön geradeaus. Zack. Das wird wirklich unsere Bahnstrecke werden. So. Kommen wir hier unten durch? Ja, sehr gut. Können wir hier drunter eventuell, funktioniert das? Ah, schade. Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das klappen würde. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können gucken, dass wir dort einmal weiter mitgehen. So, denn wir wollen ja auch da hinten hin, ne? Gucken wir mal, dass wir Anarchie ist aus. Einmal bis nach da. So. Und jetzt wirklich an der Straße entlang. So. Und ab hier sollten wir eventuell eine Brücke nutzen. Vielleicht sollte die Brücke auch ein bisschen größer sein. Noch größer.
Noch größer. Was war das? Noch größer. Genau, das passt. Einmal dahin. Und jetzt müssen wir einmal 40 Meter überbrücken, indem wir hoffentlich da unten rankommen. Gut. Dann können Sie hier langsam drüber fahren, über diese Brücken fahren. Und direkt hier, das ist aber auch der Hammer, das Ding. So, von hier aus geht's wieder auf ein normales Level runter. Und dort hinten gehen wir dann nochmal lang. So. Du sollst tatsächlich einmal nach unten. So. So. Einmal gerade rüber. Und hier wollen wir natürlich auch eine Brücke haben. Und da stelle ich mir eigentlich vor, dass wir idealerweise unten drunter kommen. Aber, wenn ich das so sehe, haben wir dort tatsächlich auch eine Autobahn. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht hier auf 20 Meter, ob das schon reicht. Wenn wir vielleicht da lang kommen. Nee, das geht nicht. Aber hier geht's. Dann machen wir das hier. Und die 20 Meter ziehen wir erstmal geradeaus damit ran. So. Und einmal daran. So, warum ist mir das wichtig, dass wir da hinkommen? Wir wollen natürlich auch hier jetzt gerade abgehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, wahrscheinlich machen wir das nochmal... Nee, komm, das machen wir nochmal neu. Das sieht nicht gut aus. Das ist wirklich nicht hübsch. Also da wollen wir schon gucken, dass wir hier an der Straße... Nee. Da gucken wir, dass wir hier mit dranbleiben. Und dann wollen wir zu unserem neuen Bahnhof natürlich auch in diese Ecke hier kommen. Und gucken, dass wir den neuen zentralen Omnibus-Bahnhof auch hier direkt mit einer entsprechenden Straße belegen. Und dann dort auch direkt die Züge hinfahren lassen. Und die Züge sollen, das soll eine Route sein. Der kommt von dort hinten, fährt dort rein. Und hat dann dort seinen Anschluss. Und an dieser Strecke, da müssen wir natürlich auch noch ein neues Zugdepot machen, damit wir dort genug Züge hin und her fahren lassen können. Und das ist aber nicht die Verbindung untereinander. Das bauen wir dann in der nächsten Folge mit einer entsprechenden U-Bahn. Das ist jetzt erstmal nur die Verbindung nach außen, um diesen ganzen Traffic, der momentan reinkommt, über die Straßen, wenn wir neu bauen, dass wir das rauskriegen und unsere Stadt nicht überfordern. Das ist die Idee dahinter, dass wir hier an diesem zentralen Punkt die Passagiere reinkriegen und von hier aus über den ZOB in dieser Stadt verteilen und das dann auch vor allen Dingen hier hinten hinkriegen. Und auch nach draußen kriegen, um mehr Leute reinzuholen. Denn wir haben nur eine einzige Autobahn. Und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Und ja, ich habe es tatsächlich nicht vergessen. Wir wollten uns heute um das nicht genügend Kundenthema nochmal kümmern. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. So, aber jetzt bauen wir erstmal. Wir können eigentlich die Stadt auch weiterlaufen lassen. Also müssen wir nicht in der Pause bleiben. Wir müssen erstmal gucken, wie wir da am besten durchkommen. Gar nicht. Gucken wir auf 30 Meter Höhe. Ich war auf 20 Meter. Das geht nicht. 35 vielleicht. Dass es nicht so krass sein muss hier. Da vorne. Wir müssen echt auf 40 Meter wieder hoch. Ernsthaft, du willst mir jetzt sagen, 40 Meter klappt nicht?
for the honor. But I digest. Ich wollte schon sagen, Leute. As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the English. Also klappt, sieht das jetzt halbwegs gut aus? Was macht er denn da? Tja, wo man da jetzt hochgeht, das weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Von dort bitte nach da. Und da idealerweise nicht hochgehen. Ja, ich gehe runter. So. Ja, das ist ja natürlich auch extrem hässlich. Mal von hier aus starten. Nach dort. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the... Ja, das kann man so lassen. So, jetzt bleiben wir mal auf 30 Meter. Gehen mal mit 30 Metern... halbwegs parallel zu der Brücke nach da. Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir das da unten anschließen. So, gut. Von hier aus geht's weiter. Und jetzt können wir von hier eigentlich erstmal lange Meter nehmen bis nach dort. Gut, das haben wir. Und dann können wir direkt dann hier rausspringen demnächst und dort reingehen. Und dann können wir erstmal hier vorne weiterbauen. Da haben wir auch noch eine ganze Menge zu tun. Dann müssen wir nämlich einmal hier durch. Das geht sogar. So. Und dann einmal... Kriegen wir das vielleicht sogar mit einer richtigen Kurve hier hin? Ah, fast. Ah, schade. Die Kurve ist echt zu eng. Dann versuchen wir mal, die Kurve so zu machen. Und dann werden wir hier vorne dort reinspringen. Okay. Sehr schön. Dann haben wir diese Ecke. Und jetzt werden wir einmal das Licht anmachen, damit wir hier vernünftig sehen. Und hier weiterfahren, ja. Das müssen wir natürlich auch noch machen. So. Einmal bitte auf 10 Meter. Ich sage euch, das wird durchaus interessant. Weil dort natürlich jetzt ein Gebäude steht. Das ist, das ist die Klinik. Wir versetzen die mal kurzfristig nach da. Es kann sein, dass wir das dann nochmal umbauen müssen. Aber das ist mir dann jetzt erstmal sicher, dass wir die Klinik hier vernünftig hinkriegen. Idealerweise ohne großartig die Anarchie zu benutzen, würde ich das jetzt gerne machen. So. Ist ungefähr... Gibt es jetzt überlappende Objekte? Wo? Da müssen wir so und so erstmal raus. Was will er denn da jetzt von mir? Ich würde sagen, das geht doch. So. Von da aus nach unten. Und lange Meter geradeaus. Und von dort aus können wir jetzt einmal... Ja, da müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen weitläufiger machen, die Kurve. Passt das?
das passt. Und von da aus bitte nach da. Gut, das hätten wir. Dann müssen wir vor allen Dingen mal gucken, was wir hier machen. Vielleicht bauen wir dann wirklich die Straße auch gleich weiter. Ah, das können wir gleich mal überlegen, dass wir die Straße dann sogar noch weiterziehen hier und die nach dort vorne ziehen. Aber jetzt wollen wir erstmal ihn hier weitermachen. So, auf bitte 10 Meter. Von da nach da. Wieso gibt es denn hier jetzt überlappende Objekte? Was hat denn das da hinten mit zu tun, bitte? Was ist das denn für ein Schmarrn? Also bis nach da. Also was, also das verstehe ich jetzt nicht. So, uff, fertig. Warum er jetzt da blockiert? Der hat doch hier wirklich... Da in der Mitte steht doch der Pfeiler sauber drin. Das ist doch wie bekannt. Ja, das ist doch kein Problem. Nun denn, so, hier vorne müssen wir ein bisschen tricksen, weil wir diese Ecke nochmal umbauen wollten. Deswegen müssen wir hier einmal lang gehen. Wir sehen hier die Pfeiler, die sehen ein wenig komisch aus, dort und dort. Aber anders wird es hier leider in dem Moment nicht funktionieren. So, und jetzt können wir von hier aus nach unten gehen. Da bitte ohne Anarchie nach Möglichkeit. Tja, da hat er noch überlappende Objekte. Was ist, wenn wir das nochmal abreißen hier? Das Stückchen, genau. So, das geht sogar. Zack. Und das Anarchie ist aus, ne? Ja, sehr cool. So, und dann bitte einmal dahin. Dann idealerweise da. Ah, verdammt, das war zu eng. Schade. Also übrigens schade, dass wir hier keine konfigurierbaren Bahnhöfe haben. Dass wir nicht einen Endbahnhof... Ich meine, das System ist so flexibel. Ich verstehe nicht, warum wir nicht sagen können, hey, mach mir nur ein Gleis und Endbahnhof. Und dann mache mir doch danach vielleicht einfach ein bisschen mehr. Das ist so eine Sache, das verstehe ich hier wirklich. Also das verstehe ich wirklich nicht. Weil das wäre doch für das Spiel nur wirklich ein leichtes, ein solches System hier rein zu konfigurieren. Aber ich glaube, die Spur, die können wir uns leider ersparen. Die wird nicht mehr anschließbar sein. Aber der Rest sieht schon mal gut aus. Jetzt gibt es da einen Stau. Und hier will ich eigentlich, mal ganz davon abgesehen, dass hier so ein Freiluft-Fitnesspark ist, bupp, möchte ich ganz krass einfach schräg rüber. Einmal von da nach da. Das war's, Leute. Das ist unser Hauptbahnhof. Die Straße... Die Kreuzung will ich tatsächlich irgendwann nochmal umbauen, aber die Frage ist, wann? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir müssen natürlich die ganzen Ecken hier noch machen, aber wir werden jetzt hier erstmal gucken, eine Parkgebühr erheben. Ja, können wir machen. Ich will aber hier vorne auf jeden Fall einen Parkplatz noch bauen. Deswegen, der ganze Bereich muss leider noch weichen. Was wir noch machen können, ist auf jeden Fall so Stationsdienstleistung. Das finde ich ganz, ganz niedlich. Zusätzliche Plattform braucht man nicht. Taxistand machen wir auch nicht. Der ZOB ist doch hier hinten quasi mit dran, ja. Da müssen wir auch hier dann noch eine Verbindung bauen, hierüber, dass die Leute auch wirklich da an den ZOB rangehen. Aber das kriegen wir alles. Das kriegen wir alles hin. So, und jetzt würde ich nämlich sagen, werden wir tatsächlich diese Straße bis... Ah, ich weiß es nicht. Wir machen sogar mal die Ecke weg. Und werden die Straße jetzt einfach mal ganz stumpf, ich würde sagen, bis nach da. Passt das ungefähr von der Kurve? 90 Grad. Ja. Wir wollen geradeaus gehen, bitte. So, ich denke, das sollte hoffentlich passen. Jetzt ist er da hinten wieder hochgegangen. Das verstehe ich nicht. Das ist irgendeine Mod. Ich konnte leider noch nicht rausfinden. Ich konnte leider noch nicht rausfinden, welche das ist. So. Okay, das ist schief. Da bitte.
Sehr gut. So, Gleise. Gleise, 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 Gleise. Einmal 10 Meter. Und einmal lange Meter hier rein. Na, ernsthaft. So, der soll bis nach da. Blub. Und einmal dahin. Blub. So, fertig. Haben wir das auch? Dann können wir hier vor allen Dingen unsere Straßen demnächst weiterbauen und hier noch Dinge machen, die wir machen wollen, was auch immer wir damit machen wollen. Und dann gehen wir jetzt hinunter und schließen uns hoffentlich an dieses Netz entsprechend an. Sehr schön. So, da haben wir unser Netz, das geht bis zum Hauptbahnhof. Wie gesagt, die ganze Ecke schön machen, das müssen wir wirklich dann in den nächsten Folgen machen. Jetzt können wir vor allen Dingen unsere Stadt ein bisschen weiterlaufen lassen und da gab es einen Unfall. Wir wollen uns die Sachen noch angucken und wir wollten vor allen Dingen... möchte ich gerne einen Hauptbahnhof ebenfalls an die Ecke setzen. Da soll unser Hauptbahnhof hin. Da bitte. Und hier kommt dann der ZOB hin. Das wird ebenfalls so funktionieren wie da hinten. Da werden wir hier entsprechend abgleisen, 3, 4 verschiedene Gleise machen. Und dann würde ich tatsächlich die Ecke hier nochmal komplett umbauen. Und hier dann quasi die Ausfahrt machen, den ZOB da an den Kreisverkehr setzen und von dort aus die ganzen Sachen dann entsprechend machen. Ja, und die Hauptstraße ist noch nicht sehr viel besucht, die wird aber stark besucht werden. Das ist ja hier diese Hauptstraße und da müssen wir uns entsprechend auch darauf vorbereiten. So, jetzt müssen wir da einen Gleis lang zwirbeln, das kriegen wir auch hin. Ich würde gucken, dass wir von dort aus mit einer kleinen Brücke erstmal rübergehen. Ja, also quasi. Und das schaffen vielleicht, genau, 7,5 Meter. Gucken wir uns mal an. Ja, zu wenig. 10 Meter, bitte. So. Dann idealerweise von dort... ziehen wir das jetzt darüber. Na, ernsthaft? Kannst du bleiben lassen, wir brauchen da auch keinen Anschluss. So. Und... so. Okay. Straße steht. Wunderbar. Kurve. Nach unten. Und dann würde ich sagen, gehen wir so in die Richtung. Einmal da entlang. Und jetzt einfach lange Meter bis nach da. So, dann haben wir die beiden Sachen nämlich auch miteinander verbunden. Und können dann... einmal dahin gehen und einmal nach da. Wunderbar, das hätten wir, Leute. Sehr schön. Die Ecke wird mit Sicherheit nochmal umgebaut werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir langfristig, wenn sich dieses ganze Netz hier hinten erweitert, ich will ja eigentlich hier auch Gewerbegebäude hinhaben, dass wir dann vielleicht das von hier aus auch über eine Straße führen, dass das vernünftig aussieht. Ja, das könnte man auch machen, aber das ist dann eher so tatsächlich Zukunftsmusik. So, tja, was brauchen wir noch? Wir brauchen tatsächlich noch ein Zugdepot. Und da fällt mir jetzt nichts anderes zu ein, außer hier wirklich eine Straße noch lang zu ziehen. Das könnte man mit dieser Straße hier machen, wenn das klappt. Und dort hinten dann einfach ganz stumpf noch ein Zugdepot ranzusetzen. Das wäre jetzt die einfachste Möglichkeit. So. Und das passt tatsächlich da hinten hin. Sehr gut. Und dann gibt es jetzt noch ein Zugdepot. So. Und da hinten haben wir jetzt mehr als genug Platz auch dafür. Einmal in die Richtung.
Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. So. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well. Dann nehmen wir die einfachen Gleise. So, sehr gut. Die Ecke müssen wir definitiv auch nochmal schön machen mit einem vernünftigen Bahnhofsvorfeld. Aber ich denke, eine Zugwartung machen wir auch noch. Dann sollten wir jetzt tatsächlich in der Lage sein, das hier zu bedienen. Und wir werden eine neue Zugstrecke bauen. Passagierzug, das erste Mal von hier. Nach da. Nach da. Die anderen Züge halten auf dem Gleis zurück. Nach da. Sehr schön. Und damit sollten wir jetzt hoffentlich in der Lage sein, hier eine ganze Reihe von Zügen hier aus unserem Netz wiederzuholen. Das freut mich ungemein. So, jetzt gucken wir aber mal die erste Einfahrt hoffentlich. Unseres Zuges, wo fährst du als erstes hin? Ja, na bitte. Na, nicht so schnell, Jung. So schnell. Na, komm schon. So schnell wollten wir das nicht haben. So, normaler Geschwindigkeit bitte. Zack. Von vorne mitfahrend. Gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. So. Die erste. Na, jetzt mach doch mal das Interface aus. Die erste Einfahrt. In unseren neuen Bahnhof. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, ob da schon Leute stehen. Na, hat sich noch nicht rumgesprochen, das Ganze. Da hinten stehen Menschen. Okay. Ha, da kommen sogar schon Züge, ey. Ich fasse es nicht. Keine Leute drin. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir erstmal diese Bahnlinie umbenennen. Das ist natürlich die R-Regionalbahn 1. Die wird auch nichts kosten. Und da werden wir 6 Fahrzeuge zuweisen. Kostenlos ist mir immer sehr wichtig. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall da weitermachen, dass wir das vernünftig anbinden. Und jetzt wollten wir uns nochmal um die paar hier kümmern, um die neue Wirtschaft. Da müssen wir nochmal reinschauen. Das wird auch noch einige Folgen in Anspruch nehmen. Wir werden jetzt erstmal durchgehen und gucken, was wir hier haben. Das ist einmal Getränke. Oh, da gibt es tatsächlich noch eine hohe Miete. Die hohe Miete ist also tatsächlich zu hoch. Das müssen wir also wirklich abreißen. Dann gibt es dort Getränke. Ja. Lass mich raten. Getränke. Nahrung. Und Getränke. Spannend. Also wir haben wieder das Getränkethema. Und die Industrie. Wir haben auch Industriebedarf. Aber auch da hatten wir ja gesagt, wollten wir die Industrie hier eher entfernen. So. Und die entsprechend hier hinten neu setzen. So. Da müssten wir theoretisch sogar noch die ganze Linie auch noch entfernen können. So. Und jetzt sollten sich hier hoffentlich neue Industrien bilden. Und jetzt werden wir nochmal in die Stadtwirtschaft reingehen und mal gucken, ob das auch irgendwo Sinn macht, was wir hier sehen. Denn wir müssen natürlich jetzt das Gewerbe entsprechend besteuern. Ansonsten verdienen wir hier natürlich kein Geld, ne? Jetzt haben wir relativ viele Büros. Das heißt, da müssen wir jetzt mal auf 6% gehen und die auch besteuern. Und dann gehen wir jetzt in die Produktion. Wir haben jetzt eine Überproduktion an Materialien. Das ist jetzt sehr gut geworden, wie ich finde. Das ist jetzt auch deutlich realistischer geworden. Und diese Sachen auch. Und wenn wir hier runterscrollen, werden wir mit Sicherheit
einen starken Bedarf an Getränken sehen, Fertignahrung und diese ganzen Sachen. So, was heißt das im Prinzip auch? Das heißt auch, dass wir natürlich den Bedarf unserer Stadt im Prinzip nie decken können. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Du kannst ja auch von Berlin, hat ja auch nicht genug Nahrungsmittelfabriken, um sich komplett selbst zu versorgen. Das ergibt ja in gewisser Weise auch Sinn. Also wir müssen eh die Sachen von außen holen und dazu brauchen wir vernünftige Transportkapazitäten, was uns auch zu der Sache mit dem Schiff bringt, was wir auch noch machen müssen. Also wie ihr seht, wir haben wirklich genug zu tun und hier ist es in dem Fall wirklich so, die Preise setzen sich jetzt natürlich auch neu zusammen. Die Sachen von außen kosten ein bisschen mehr, denn wir haben jetzt mehrere Preise oder ein Mehrpreissystem, was die Leute bezahlen. Rohstoffe an sich kosten weniger, das heißt, die Produktion innerorts kostet, würde ich sagen, ein bisschen weniger als der Import. Aber auch der Import muss natürlich erstmal geschehen. Und deswegen glaube ich auch, dass ich hier auf der Straße mehr sehe. Auch mehr LKWs habe ich hier gesehen. Und wir können da natürlich auch schauen, dass wir sowas wie Getränke wieder ein bisschen bezuschussen. Aber am Ende des Tages ist das wirklich ein Thema. Gerade so das Thema Nahrungsmittel, das werden wir nie 100% decken können. Das werden wir nie innerorts produzieren können. Und das ist ja auch durchaus realistisch, dass wir das von außen holen. Und dazu müssen wir halt, und dazu sind ja unter anderem die hier da mit ihren Güterzugstationen und vor allen Dingen auch er hier. Deswegen will ich den hier nicht wegreißen, sondern ich möchte nur diese Gebäude hier weghaben. Die Industrie, wir hatten darüber gesprochen, warum. Die soll hier hinten hin, damit die eben in der Lage ist, den Dreck da hinten hinzupusten. Da gibt es dann in den nächsten Folgen, wie gesagt, wir haben so sehr viel zu tun. Hier auch nochmal einen entsprechenden Güterbahnhof und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. So, was ist hier los? Da ist ein Auto verunglückt. Okay. Gut, dann müssen wir beim nächsten Mal gucken, beziehungsweise was heißt beim nächsten Mal? Das können wir nochmal schauen, ob wir das hier noch rankriegen. Schade. Schade, schade, schade. Das werden wir wahrscheinlich nur mit Anarchie hinkriegen. Ich meine, die Ausfahrten sind ja hier vorne. Ja, das geht natürlich wegen diesem Betonträger nicht. Ich glaube, man kann das ein bisschen sehen. Der steht ein bisschen in dem Gebäude drin. Seht ihr diese Nase hier? Das steht in dieser Box. Ihr könnt euch das vorstellen, um dieses Gebäude gibt es eine virtuelle Box. Und dieses kleine Ding hier steht quasi, piekst quasi in diese Box rein. Und deswegen hat der Algorithmus gesagt, nee, mache ich nicht. Das wird aber wahrscheinlich nie ein Problem sein. Dann haben wir zumindest das Teil hier unten schon mal beseitigt. Und jetzt letzter Blick für heute. Haben wir denn schon Leute, die hier mitfahren? Komfort 91, wartende Passagiere, nix. Wie sieht es da hinten aus? Bei unserem halbzentralen Omnibusbahnhof. Können wir nochmal so Stationsdienstleistungen machen. Zack, das können wir nochmal reinbauen. Taxistand machen wir nicht. Zusätzliche Plattform. Taxistand, habt ihr mir gesagt, ist hier in der Ecke unschön. Aber ansonsten passt das, ne? Okay, ihr Lieben. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann müssen wir die Ecke umbauen und ein paar neue Wege errichten und. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.